Erzähle niemanden diese sieben Dinge, sonst wirst du sehr, sehr unglücklich, sagt deine alte buddhistische Weisheit. Vielleicht erkennst du dich sogar in einigen Punkten wieder. Einer Legende zufolge ging vor vielen Tausenden von Jahren ein junger Mann zu einem Mönch. Er war sehr, sehr verzweifelt. Es ging ihm auch sehr, sehr schlecht, psychisch. Er litt unter Depressionen, war sehr einsam und grübelte den ganzen Tag. Er ging zu dem Mönch und fragte ihn, was kann ich tun? Mir geht es sehr, sehr schlecht. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Im Endeffekt habe ich alles. Ich war einmal ein sehr, sehr reicher Mann. Heute bin ich nicht mehr so reich. Das liegt daran, dass ich es immer gut mit den Menschen gemeint habe. Ich habe ihnen immer alles gegeben. Ich hatte so viel Geld, dass ich damit fast nichts anfangen konnte, weil es schlicht zu viel war. Also sind viele Menschen zu mir gekommen und haben mich gefragt, ob sie Geld haben können. Ich habe ihnen das Geld natürlich gegeben, denn schließlich teilt man ja mit seinen Mitmenschen. Allerdings war es dann so, dass es immer sehr, sehr lange gedauert hat, bis ich das Geld zurückbekommen habe. In den allermeisten Fällen habe ich es gar nicht zurückbekommen. Danach war ich wieder einsam. Ich sehnte mich danach, wieder neue Freundschaften zu bekommen. Und was geschah dann? Wieder dasselbe. Sie wollten nur mein Geld. Ich bekam es auch dann nicht wieder zurück. Später einmal lernte ich meine Traumfrau kennen. Ich heiratete. Sie war wunderschön. Und ich respektierte sie. Das Einzige, was ich von ihr wollte, war auch ihre Liebe und auch ihren Respekt zu mir. Also beschloss ich, ihr alles zu erzählen. Ich öffnete mich ihr. Ich habe ihr alles erzählt, wie ich denke, wie ich fühle. Sie erwiderte es aber nicht. Später erfuhr ich dann, dass sie sogar anderen Menschen im Dorf von meinen Problemen erzählt hat. Und viele sagten dann, sie tut dir die Hörner aufsetzen. Und sie lachten und spotteten über mich. Es ging mir so schlecht und ich versuchte stattdessen immer mehr, sie noch mehr zu mir zu ziehen. Ich fragte sie, warum sie das alles tue und sie sagte, so war das alles doch nicht gemeint. Aber ich fühlte mich nicht verstanden. 2 Jahre später hat sie mich dann sogar verlassen. Lieber Mönch, heute bin ich hier bei dir. Mir geht es so schlecht. Ich habe kein Geld mehr und ich habe keine Frau und ich habe keine Freunde. Ich bin einsam und ich glaube, ich habe eine Depression. Was kann ich tun? Was kann ich machen, dass ich mein Leben besser gestalten kann und dass es mir in Zukunft besser geht? Der buddhistische Mönch hörte ihn aufmerksam zu und sagte zu ihm, mach dir keine Sorgen. Du bist ein sehr, sehr guter Mensch mit einem sehr, sehr großen Herzen. Nur leider hast du nicht die richtige Anleitung für das Leben, um glücklich zu werden. Er sah ihn an und fragte ihn, was mache ich denn falsch? Er sagte, hör zu, ich werde dir heute 7 Dinge sagen, die du niemandem in deinem Leben erzählen solltest, um dauerhaft wirklich glücklich zu werden. Er sagte, ich fange an mit dem ersten Punkt. Der erste Punkt ist, dass du den Fehler machst, dass du den Menschen deine Probleme erzählst. Du erzählst den Menschen über deinen Kummer, wie es dir schlecht geht. Vielleicht gehst du auch zum Menschen und erzählst ihnen, dass du Depressionen hast, dass du dich einsam fühlst, hilflos oder dass du Grübeleien hast. Und wenn du das tust, hat sich im Laufe der Zeit gezeigt, dass alle Menschen ein Ego haben. Sie haben auch ein Ego genauso wie du. Aus gesellschaftlichen Zwängen heraus würden sie dir niemals sagen, in aller Regel, es ist mir egal, wie du dich fühlst oder ich könnte daraus einen Gewinn ziehen, dass es dir schlecht geht. Aber das Ego ist bei den Menschen unbewusst am Werk. Das bedeutet, wenn du zu jemandem gehst, der nicht aus deinem engsten Familienkreis ist, sondern Freunde, Bekannte oder vielleicht sogar Verwandte und ihnen erzählst, mir geht es schlecht, dann werden sie unbewusst deine Hilflosigkeit erkennen. Deine Hilflosigkeit werden sie dann anschließend zu ihren eigenen Nutzen ziehen. Sie werden versuchen, deine Hilflosigkeit auszunutzen, um daraus ihren eigenen Gewinn zu ziehen. Das bedeutet, erzähle niemanden, wenn es dir schlecht geht, wenn du dich hilflos fühlst, wenn du Depressionen hast, wenn es nicht tatsächlich der engste Familienkreis in dir innen drinnen ist. Zweiter Punkt, und jetzt hör mir genau zu, weil es so wichtig ist. Erzähle niemals, wirklich niemals im Leben den anderen Menschen über deine vergangenen Fehler, die du im Leben gemacht hast,
aber auch auf gar keinen Fall über deine zukünftigen Ansichten und Ziele, die du dir planst für die Zukunft. Warum? Erster Punkt. Wenn du anfängst, den Menschen zu erzählen, was du in der Vergangenheit alles falsch gemacht hast, welche Fehler du gemacht hast und warum du da so darunter gelitten hast und was dir widerfahren ist, dann werden die Menschen dich als Ganzes so sehen. Auch hier wieder unbewusst, aber sie tun es. Sie werden dich so sehen. Die zweite Sache ist, wenn du den Menschen erzählst, was du jetzt für Ziele hast, dass du dies oder jenes vorhast, dass du dies oder jenes erreichen möchtest, dann erzählst du ihnen deine Zukunftspläne. Sie werden hier heraus jetzt zu dir dann als allererstes sagen, natürlich, ich gönne es dir. Ich wünsche es dir, dass du deine Ziele erreichst. Aus dem Ego heraus gönnen sie es dir aber nicht. Sie werden es dir nicht gönnen. Und sie werden dann anschließend anfangen, aus gesellschaftlichen Zwängen heraus, dich natürlich zu motivieren und sagen, das machst du gut, das machst du großartig, mach weiter so. Bei dir wird jetzt aber Folgendes passieren. Du wirst nach der Zeit dein großes Hauptziel aus den Augen verlieren und es sinkt deine Motivation, weiterzumachen. Das heißt, du wirst ganz automatisch weniger Leistung vollbringen, um dein Ziel zu erreichen. Der zweite Punkt um die Zukunft ist, dass sie anfangen werden, dich dann nach der Zeit, zumindest ein Teil dieser Menschen, zu demotivieren. Und sie werden das so manipulativ machen, dass du es oft gar nicht merkst. Sie werden dann anfangen, dir zu sagen, aber hältst du denn das überhaupt für möglich, dass du das schaffst? Das ist doch ein bisschen unrealistisch. Ich weiß ja nicht, hast du schon mal über die Nachteile nachgedacht, was dir da alles widerfahren könnte, dass dies oder jenes passieren könnte? Das wird dich auch wieder demotivieren. Und im schlimmsten Fall werden sie sogar anfangen, wenn du es zum Beispiel mit narzisstischen Personen zu tun hast, dass sie anfangen werden, dir dann Steine in den Weg zu legen, dass du ja nicht dein Ziel erreichst, weil in ihnen Missgunst und Neid entsteht. Der dritte Punkt im Leben ist, erzähle niemals im Leben deine Probleme, die du in der Partnerschaft oder in den eigenen Familienkreis hast, nach außen anderen Menschen. Warum? Es hat sich gezeigt, wenn wir draußen anderen Menschen von unseren Problemen mit unserem Lebenspartner oder der Mutter oder dem Bruder oder sonst irgendjemand haben, dass diese Menschen das im Nachhinein gegen dich verwenden können. Das ist sehr, sehr, sehr schädlich und sehr toxisch. Als nächstes tun wir etwas, was noch schlimmer ist. Wenn dein Partner, deine Mutter, dein Vater, dein Bruder oder deine Frau oder dein Mann erfährt, dass du das anderen erzählt hast, wird es sich sehr, sehr stark verletzen und auch zweifeln lassen an ihrer Loyalität zu dir und vor allen Dingen zum Vertrauen. Was dann im Umkehrschluss führt, dass sie noch mehr Aggression und Wut auf dich entwickelt. Die Beziehung verschlechtert sich und nimmt einen sehr großen Schaden nach sich. Deshalb erzähle niemandem die Probleme, die du innerhalb deiner engsten Familie hast. Sehr, sehr wichtig zu wissen. Der Punkt Nummer 4 ist sehr interessant. Erzähle niemals anderen Menschen, was deine Stärken sind, aber auch nicht, was deine Schwächen sind. Warum? Ganz einfach. Wenn du den Menschen erzählst, was deine Stärken sind, dann werden deine Feinde davon erfahren. Und wenn sie erfahren, was deine Stärken sind, werden sie irgendwie einen Weg finden, damit umzugehen. Und dann ist es ja nicht mehr deine Stärke. Dann müsstest du neue Stärken entwickeln. Das macht natürlich sehr viel Stress. Auf der anderen Seite, erzähle bitte niemals anderen Menschen deine Schwächen. Warum? Wenn du anderen Menschen deine Schwächen erzählst, dann werden sie sie ausnutzen. Der Mönch fuhr fort und sagte sogar, in einer Ehe solltest du deinen Ehepartner nicht erzählen, was deine Schwäche ist. Wenn der Ehepartner sie erkennt, ist es was anderes. Aber erzähle nicht freiwillig davon, da es erst recht große Schwäche zeigt.
Fünften Punkt, sagte der Mönch, erzähle niemals anderen Menschen, wie hoch dein Einkommen und deine Ersparnisse sind. Warum? Wenn du viel Ersparnisse hast und viel Geld verdienst, dann werden die anderen Menschen neidisch sein und missgünstig, was zur Folge hat, dass sie mit einer höheren Wahrscheinlichkeit Geld von dir leihen wollen. Und sie werden auch mit einer höheren Wahrscheinlichkeit dir das Geld nicht zurückzahlen wollen. Oder sie schieben es immer wieder hin und her, später oder nicht jetzt etc. Warum? Weil diese Menschen denken, der hat sowieso genug Geld. Warum stellt er sich so an? Du wirst vielleicht auch ganz oft dann solche Sprüche hören wie, du bist aber geizig, du hast doch genug Geld, warum willst du das Geld sofort haben? Das ist der erste Grund, warum du niemanden von deinen Einkommen erzählen solltest und auch nicht von deinen Ersparnissen. Der zweite Grund ist, wenn du wenig Geld hast, dann ist es genauso wenig förderlich. Denn wenn du wenig Geld hast und wenig auf dem Konto hast und sie erfahren davon, dann werden sie sich hinter deinen Rücken lustig machen. Sie werden sagen, der hat es im Leben zu nichts erreicht. Und Geld leihen möchte ich ihn auch nicht. Denn wenn ich ihm Geld leihe, dann weiß ich ganz genau, dann kriege ich es ja nicht zurück, weil der hat es ja nicht. Deswegen verstehe und begreife, erzähle den anderen Menschen niemals, wie viel du verdienst, wie andere es vielleicht heute auf YouTube gerne tun und sagen, ich habe so und so viel Einkommen. Tu sowas niemals. Sechster Punkt ist sehr, sehr interessant, weil er extrem schmerzhaft für dich sein kann. Solltest du irgendwann mal in deinem Leben, die allermeisten haben früher oder später einmal Demütigungen durchgemacht. Wichtig, erzähle niemandem über deine Demütigung, die du durchgemacht hast. Der Mönch fuhr fort und sagte, erzähle es nicht einmal deinen Lebenspartner. Denn am Anfang wird der Lebenspartner höchstwahrscheinlich für dich sprechen. Aber wenn Zeit vergangen ist, unter Umständen in einem Konflikt oder im Streit, in vier Wänden, wird er es gegen dich verwenden und alte Wunden werden aufreißen. In diesem Moment ist er sich dessen vielleicht nicht bewusst, aber in seinen Ego-Trip und in seiner Wut wird er es tun. Deshalb erzähle niemanden von deinen Demütigungen und schon gar nicht außerhalb deiner engsten Familie. Es führt zu noch viel mehr Leid und viel mehr Demütigung als am Anfang. Wenn wir zum letzten Punkt kommen, würde ich sehr, sehr gerne von dir wissen, wie viele dieser Fehler du schon bereits im Leben gemacht hast. Schreib es mir einmal bitte kurz in die Kommentarbox hinein, denn das würde mich sehr interessieren. So, jetzt kommen wir zum siebten Punkt. Der Mönch sagte, erzähle niemals, wirklich niemals, ganz, ganz wichtig, anderen Menschen, wer deine Freunde sind und wer deine Feinde sind. Warum? Wenn du anderen erzählst, wer deine Freunde sind, dann können diese Menschen, die bereits eifersüchtig auf dich sind, neidisch oder dich nicht mögen, zu deinen Freunden gehen und sie manipulieren und gegebenenfalls gegen dich aufhetzen. Wenn du anderen Menschen erzählst, wer deine Feinde sind, dann wissen sie, wer deine Feinde sind. Und das können sie auch für sich nutzen. Sie gehen dann zu deinen Feinden hin und tun sich noch mehr gegen dich wenden. Das bedeutet, beides ist gefährlich für dich und toxisch. Deswegen erzähle das niemandem. Wenn du jetzt aber sehr tief schon in einer Lebenskrise drin steckst und noch einen sehr, sehr, sehr wichtigen Punkt erfahren möchtest, wie du noch mehr Zufriedenheit in dir erlangen möchtest, verlinke ich dir hier einmal auf der Endcard ein sehr interessantes Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Dein Juan. Namaste.